Harry, das ist jetzt wirklich nicht die Zeit für sowas. Für was denn? Na, was wohl deine Hand? Ich habe die Kontrolle über meine Hand verloren. Sie macht sich plötzlich selbstständig. Nein, bitte! Soll dieses schleimige Ding aus meinem Mund nehmen. Was für ein schleimiges Ding? Deine Zunge. Oh, Sabot, was ist nicht in Ordnung damit? Na, er benutzt sie. So, er benutzt sie. Der Streifen könnte sowieso Sex vertragen. Hey, Kleiner, du hältst die Klappe, ja? Okay, Leute. Und weil es so Spaß macht, die ganze verdammte Szene nochmal. Unter der Bedingung, dass er seine verdammte Zunge im Zaum hält. Er wird sich dieses Mal beherrschen, das wirst du doch. Sicher doch. Großes Indianer-Ehrenwort. Okay, seid ihr soweit, Jungs? Ja. Szene 216, die 32. Und Action. Er hat schon wieder getan. Ich weiß auch nicht, ich glaube, das ist so eine Art Reflex bei mir. Ich hab die Faxen langsam dicke. Ach, was. Lori, warte doch! Du kannst doch nicht einfach abhauen! Hey! Die Weiber flippen bei jedem Scherz gleich aus. Dann rührt euch mal einen Moment nicht von der Stelle, ja? Lori, wenn du jetzt abhaust, kann ich die ganze Szene wegschmeißen. Von mir aus kannst du den ganzen verdammten Film wegschmeißen. Oder glaubst du im Ernst, dass jemand einen Film sehen will, in dem alle 5 Minuten eine Frau aufgefressen wird? Ich glaube, ihr solltet beide mal euer Verhältnis zu Frauen überprüfen. Die kommt zurück. Na klasse, Hauptsache du hast halt Spaß gehabt. Glaubst du, es ist einfach nochmal so ein Mädchen wie sie zu finden? Sie wollte nicht mal Cola haben. Jetzt reg dich nicht so auf. Ich soll mich nicht aufregen? Nein. Ich soll mich nicht aufregen? Weißt du, was das hier ist? Das sind alles Rechnungen. Ein riesiger Berg unbezahlter Rechnungen. Kannst du mir vielleicht erklären, wie wir die jemals bezahlen sollen, wenn der Film nicht fertig wird, hä? Ist ja gut, Mann. Ich werde sie schon wieder zurückholen. Reg dich wieder auf. Da bin ich aber mal gespannt. Mach deinen Wind, der Idiot. Um frohe Botschaft zu bringen und mir eine ihrer fantastischen Hosen auszuleihen. Wollen wir doch mal sehen, was wir hier alles haben. Nein, auch nicht. Das auch nicht. Ich finde, Lori hat recht. Vielleicht sollten wir den Film in den nächsten Mülleimer schmeißen. Mein Gott, wir haben eben einen schlechten Tag erwischt. Passiert jeden Mal. Sicher, nur wir sind langsam drauf gebucht und das 365 Tage im Jahr. Hey Fred, habt ihr eigentlich Pygmäen in der Familie? Komm schon, was ist los? Oh. Ladung zu einer Testamentseröffnung? Klasse, was? Mein alter Herr meldet sich ein letztes Mal zu Wort.
Aber dein Alter ist doch schon mindestens vor 5 Jahren abgetreten. Was soll das jetzt? Na ja, morgen ist zufällig mein 21. Geburtstag. Bis dahin mussten sie wohl warten. Oh Mann, habe ich völlig vergessen. Tut mir echt leid. Hey. Komm schon, sitz hier nicht rum wie ein Selbstmörder kurz vorm Absprung. Das riecht nach Kohle. Unsere Aktien steigen wieder. Ja, wie wär's mit einem Glückwunsch-Telegramm für deinen Kumpel und Partner? Patrick McCloud war Ihr Vater, der gesetzliche Ehemann Ihrer Mutter. Hm? Hören Sie, wir haben das Ganze doch schon x-mal durchgekaut. Sie wollten diese verdammte Geburtsurkunde sehen, bitte, da liegt sie und wenn Sie sie gelesen haben, können wir dann endlich weitermachen? Alles muss seine Ordnung haben. Oh, na logisch. Alles muss seine Ordnung haben, natürlich. Also weiter. Ich werde dann nun zur Testamentsverlesung schreiten. Ja, das wäre klasse. Im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte, mit anderen Worten, widerwärtig nüchtern und mit einem Sodbrennen, das mir bis zum Arsch runterbrennt, schreibe ich hier meinen letzten verdammten Willen nieder, mein Testament. Na los, weiter. Lesen Sie schon. Bitte, Sir. Danke. An Warren. Hallo, Junge. Du bist nun 21 Jahre alt und es wird langsam höchste Zeit, dass du mal was erfährst über deine verschissene, miese Familie. Ich habe wahrhaftig in meinem ganzen verschissenen, miesen Leben versucht, mir etwas aufzubauen. So lange, bis ich völlig verblödeter Schwachkopf endlich begriffen hatte, dass mir in dieser Stadt alles vernagelt war. Verfluchter kleiner Mistkerl. Die haben wirklich keinen Trick ausgelassen, um deinen alten Herrn fertig zu machen. Und ich weiß immer noch nicht, wieso. Jetzt bin ich zu müde, um noch irgendwas dagegen zu machen. Ich weiß, du schuldest mir nicht das Geringste, aber wenn du meinen guten Namen retten würdest, unseren Namen, dann würde ich dir, wenn wir uns in der Hölle treffen, einen ausgeben. Nicht zu fassen. Was ist denn jetzt schon wieder? Eigenartig. Das ist alles, was drin war. Was ist eigenartig? Tja, das weiß ich auch nicht. Raus damit, Sie Folterknecht. Oder wollen Sie mich umbringen? Los, spuck's schon aus. Wie viel ist es? Was ist das? Kannst du nicht lesen? Das ist ein Pfandleihschein. Da bin ich ja beruhigt. Du kannst lesen. Lausige 20 Dollar und 35 Cent? Das ist dein ganzes Erbe? Und was redest du? Die bekomme ich nicht, die muss ich löhnen. Das war ja mal wieder ein Volltreffer. Herzlichen Glückwunsch, Warren.
haben die geschlossen. Glaube ich nicht. Hey Mann, aufmachen! Das ist ein verdammter Überfall! Hör sofort auf damit, lass den Blödsinn. Los, aufmachen! Wir sind schwer bewaffnet und gefährlich! War wirklich nur ein Witz. Stimmt, ein ziemlich blöder Witz sogar. Also hören Sie, wir wollen nur das hier einlösen. Wir sind hier doch richtig, oder? Ja, und ich habe ja noch was anderes für Sie. Knete. 5, 6, 7, 8, $8. Wow, und mein Partner gibt Ihnen den Rest. Hier hat wohl jemand ins Gehirn gepinkelt. Ja, ja. Das ist meine letzte Kohle, Mann. Ja. Schon gut, Sie haben mich überzeugt. Wenn Sie jetzt vielleicht das Pustrohr wieder wegstecken, ja? Oh Mann, einen Moment dachte ich, der schießt uns über den Haufen. Das hat dich aber nicht daran gehindert, mir meine letzten Mäuse abzuknöpfen. Oh Mann. Hey, hey, Moment mal, das ist doch wohl nicht alles, oder? Die Nummer ist goldrichtig, also mach schon auf. Oh, dieser Mördergras hat mir fast die Pfoten abgehackt. Ach, mach schon. Nein, warte. Oh Gott, und für diesen Krempel schmeißen wir unsere letzte Kohle raus. Eine alte Uhr, ein paar lumpige Bilder. Schau dir das an. Eine Fotografie von meinem Großvater. Der Alte war unanständig reich. Alle waren damals scharf darauf, dass er endlich ins Gras beißt, um an seine Kohle ranzukommen. Aber der Alte hat allen ein Schnippchen geschlagen und sich vorher verdünnisiert. Ist einfach abgehauen mit all seiner Kohle. Mein Dad hat das nie verwunden. Hat uns ja auch umgehauen. Er hat damals zu saufen begonnen. Hey, wer ist der komische Zwerg hinter ihm? Das war sein englischer Butler. Als der Alte verschwunden war, hat er sich das Leben genommen. Lori, du wolltest doch mal mit dir reden. Ja, werde ich. Warum rufst du sie nicht einfach an? Ja, mach ich ja. Wann? Okay, ich mach's gleich, wenn's dich glücklich macht. Okay. Ich komm besser mit. Oh nein, du bleibst schön hier. Ja? Was soll das? Ich wollte mit Lori sprechen. Hat nicht recht, Kleiner. Wenn Lori wieder in eurem Amateurfilmclub mitmachen soll, dann hör jetzt mal genau hin. Jemand versucht, mir den Koffer zu klauen. Fred, mir kannst du es ja sagen. Hast du ein Drogenproblem? Ich bin doch nicht. Der wollte mir den Koffer klauen. Den Koffer? Ja. Hey du, ich warte schon eine halbe Stunde. Werden die Eier erst gelegt, einen oder Moment, was? Ja. Hör mal, Lori, auf die Weise wird das nie was. Ich hab dich gewarnt. Ich meine, man darf sich echt nicht mit solchen schrägen Typen einlassen. Du musst dir einen Agenten anschaffen. Was glaubst du denn, was ich seit einem halben Jahr suche? Hey, bekomme ich meinen Hamburger heute noch oder morgen? Nur die Ruhe, Officer. Ich muss nur noch kurz ein Kilo Koks verscheuern. Ja, dann will ich mal einen finden. Oh, guck mal, ich hab was gefunden. Ein Werbespot? Doch, damit kannst du Unmassen Kohle verdienen. Wenn du willst, rufe ich für dich an. Sieht ja aus wie ein überfahrener Hund. Na, was meinst du?
Ich kaufe bei Ihnen Piranhas, fütter sie mit dem besten Filet und was machen die Biester? Sie fressen nicht. Ich wollte kleine, hässliche, blutrünstige Piranhas, doch sie haben mir ein paar Vegetarier untergejubelt. Ein Hering ist ein Killer dagegen. Goldfische? Sehr gut, werde ich. Sind Sie immer so schnell? Tut mir leid, entschuldigen Sie. Okay, sehen wir mal. Naja, Sie sind Witschek, ne? Pole, Rumäne oder sowas, ne? Naja, mein Vater ist aus Polen gekommen, aber ich bin ein Amerikaner, waschechter. Ach wirklich? Freut mich für Sie. Ich hoffe nur, Ihre Zuverlässigkeit ist so stark wie Ihr Akzent. Oh doch, ganz sicher, Sir. Naja, wir werden sehen. Ich brauche nämlich jemanden, der Anweisungen befolgen kann. Ich weiß Ihr Vertrauen zu schätzen, Sir. Das wird sich ja zeigen. Was Sie zu tun haben, ist im Grunde genommen sehr einfach. Ich möchte, dass Sie jemand beschatten und das selbstverständlich, ohne dass derjenige das bemerkt. Diese Person hat etwas in ihrem Besitz, was für mich sehr wertvoll ist und was ich unbedingt haben möchte. Es ist ein brauner Koffer. Aha. Können Sie mir folgen? Sie wollen, dass gewissermaßen ich einen Diebstahl begehe? Sagen wir einfach, ich sammle Koffer. Es gibt Menschen, die sammeln unangenehmere Dinge. Ich habe sie wieder repariert. Muss mal runtergefallen sein. Macht sich sicher gut auf dem Kamin. Was ich nicht kapiere, warum ist jemand so scharf auf das Zeug hier? Ich habe die Karre von dem Typ auch schon vor dem Notarbüro gesehen, ganz sicher. Hey, Fred, weiß das doch mal. Ja? Stell dir doch mal vor, das Ganze wäre in einem Film passiert. Und du müsstest eine Lösung finden. Was soll das werden, so eine Art Gesellschaftsspiel? Ach komm schon, für sowas bist du doch sonst Spezialist. Okay, lass mich nachdenken. Also, pass gut auf. Okay, also gut. Die Uhr. Ja, die Uhr. Sie ist der Schlüssel zu dem Ganzen. Sie ist aus purem Gold. Bullshit. Sie hat deinem Großvater gehört, der in Wahrheit von seinem englischen Butler ermordet wurde. Der teuflische Mord geschah um Mitternacht, selbstverständlich. Und unser Held, der die Uhr geerbt hat, erwacht mitten in der Nacht. Ein schreckliches Unwetter tobt. Irgendwo bellt ein Hund. Nein, ein Wolf heult. Also, unser Held erwacht und die Uhr schlägt 12. Plötzlich erscheint der Geist. Es ist natürlich der Geist deines ermordeten Großvaters. So, er findet keine Ruhe und will dir den Namen seines Mörders nennen. Aus dem Dunkel seines Grabes will er Rache nehmen. Ach, verstehst du? Warren? Also so mies fand ich die Geschichte gar nicht. War sogar ziemlich spannend. Sie hatte echten Unterhaltungswert.
bist du gewesen? Ich habe alles zusammengepackt, Sir. Ah, gut, gut. Sie sollen glauben, dass ich abgereist bin. Darauf lass uns trinken. So ist es, wie es sein sollte. Oh, oh, was wird das ein Gesicht machen? Dieser degenerierte Nichtsnutz. Er schwacht sich, mein Sohn zu nennen. Er ist es nicht wert, auch nur einen Cent von meinem Geld zu bekommen. Niemals wird er auch nur einen Penny von meinem Geld diesen verrückten Fehlmenschen geben. Einfach noch nicht aufgewacht. Ja, ich bin gekommen, um Ihnen zu helfen. Ich will meine Sünden abbüßen. Wieso denn? Ich brauche keine Hilfe. Dann werde ich niemals Ruhe finden. Oh Gott, langsam fange ich an, diesen Traum zu hassen. Warren! Was ist denn jetzt los? Warren, Warren! Halt mich jetzt bitte nicht für verrückt, aber ich glaube, wir haben leider ein waschechtes Gespenst im Haus. Aber es ist nicht dein Großvater, verdammt nochmal, es ist der Butler! Klasse, und deswegen weckst du mich? Glaubst es nicht, dieser grüne Knirps hat einfach so neben meiner Kuh gestanden und mich vollgequatscht? Langsam, wie genau hat er ausgesehen? Lass mich überlegen, naja, transparent. Ich meine, wie das schlechte Gewissen von einer Waschmittelreklame. Ich meine, durchsichtig. Hört schon mal gut zu, Fred. Dich hat die ganze Sache gestern einfach zu sehr mitgenommen. Warum steigst du nicht wieder von mir runter und du gehst in deine... Du glaubst mir nicht? Hast du das gehört? Ich schätze, er ist jetzt im Wohnzimmer. Das ist ein Einbrecher. Blödsinn, so sieht kein Einbrecher aus. Wenn ich dir doch sage, er war durchsichtig. Ist aber ganz schön laut für eine Waschmittelreklame. Komm schon, wir schauen mal nach. Halt, Warren. Haben wir nicht eine Knoblauchzehe oder ein Kreuz oder sowas ähnliches? Um Himmels Willen, Fred, werd endlich erwachsen. Nicht aufpassen. Ist aber wirklich jemand? Habe
ich doch gesagt. Schau dir das an. Die Uhr ist weg. Nein, da liegt sie. Oh Mann. Ach, komm her und schau dir das mal an. Aber du irrst dich, das war kein Einbrecher. Hm. Auf jeden Fall keine grüne Seifenblase, Blödmann. Ich möchte wirklich langsam wissen, wer so scharf auf unseren Koffer ist. Hör zu, Walt. Ich hatte da diesen wirklich verrückten Traum, ja? Naja, so verrückt war er eigentlich gar nicht, wenn ich es mir recht überlege. Sagen wir mal, es war eine Art paranormale, ziemlich mystische Vision. Hör zu, jetzt kommt der Hammer. Dein besoffener Großvater hat sich von diesem englischen Butler einmauern lassen. Aber vorher musste der Butler ein Glas vergifteten Wein trinken. Damit war nämlich der einzige Zeuge ausgeschaltet. Böse Sache, was? Ja, und dann ist er auf der Treppe zusammengebrochen und gestorben, verstehst du? Und die Uhr, diese verdammte Uhr, ist mit ihm runtergefallen. Und es war genau 1 Uhr. Kapierst du? Auch jetzt ist es exakt 1 Uhr nachts. Wach auf, du bist nicht in einem von deinen bescheuerten Filmen. Das hier ist die verdammte Realität und irgendjemand ist aus unerfindlichen Gründen scharf auf den Koffer. Und wir sollten besser herausbekommen, aus welchem verfluchten Grund... Ich weiß, was ich gesehen habe. Jetzt hören Sie mal gut zu, Sie Hirnakrobat. Sie können mir nicht allen Ernstes weismachen, dass Sie irgendein verdammter Geist daran gehindert hat, das zu tun, was ich Ihnen befohlen habe. Das kaufe ich Ihnen einfach nicht ab. Großer Gott, warum... bin ich nur von Versagern umgeben, einer Horde von schwachsinnigen Idioten. Was stehen Sie da wie bestellt und nicht abgeholt? Der Goldfisch, Sir. Na los, werfen Sie ihn zu den Piranhas, auf dass diese verdammten Viecher endlich fressen. Also gut, gebe Ihnen noch eine letzte Chance, bevor ich Sie rauswerfe. Warum kapierst du das denn einfach nicht? Ich habe uns nicht lang wachgelegen und nachgedacht und dann kam es über mich wie eine göttliche Erleuchtung. Wir müssen uns nichts mehr aus den Fingern saugen. Ich meine, ich habe es ganz einfach erlebt. Ich kann jetzt aus meinen ureigenen Erfahrungen schöpfen. Verstehst du? Du hast wohl völlig vergessen, wie unsere Finanzlage aussieht. Ich finde, da müssen wir im Moment einfach mutig drüber wegsehen. Auf einmal, plötzlich. Übrigens habe ich null Bock, diesen Zwerg von Butler zu spielen. Hey Mann, habe ich davon ein Wort gesagt? Ja. Um den Butler kümmere ich mich. Du spielst den betrogenen Erben, dem am Ende natürlich alles in den Schoß fällt, inklusive dieser geilen Braut. Also mit dem letzten Teil der Story bin ich einverstanden. Ja, der Story fehlte einfach noch eine Prise Sex. Du sagst es. Der Film wird ein echter Knaller. Wir haben da leider noch ein kleines Problem. Was machen wir mit den Szenen, die wir schon gedreht haben? Schon mal überlegt, ja? Naja, die könnten wir doch einfach verwenden. Die meisten jedenfalls, siehst du. Und deshalb brauchen wir auch wieder Laurie. Das lässt mal meine Sorge sein. Mann, hast du denn das neue Drehbuch fertig? Nur Wunder dauern etwas länger. Welt von Bohan Bohan. Warum kannst du nicht für immer bei mir bleiben? Warum kannst du nicht für immer bei mir bleiben? Warum kannst du nicht für immer bei mir bleiben? Warum kannst du nicht für immer bei mir bleiben? Warum kannst du nicht für immer bei mir bleiben? Kleines, das ist unmöglich. Wie soll denn sonst die übrige Welt etwas von Boa Boa erfahren? Dem köstlichen, fruchtigen Bananendruck. Geschmack der Drogen. Okay, was willst du hier? Vielleicht suche ich nach einem Job. Ich glaube, da hast du Pech. So viel ich weiß, suchen die nach einem gut aussehenden, gut gebauten Südländer. Warum kannst du nicht für immer bei mir? Hör mal, das ist unmöglich. Wie soll denn sonst die übrige Welt? Warum kannst du nicht für immer bei mir?
Für einen Schauspieler wie mich ist eigentlich nichts unmöglich. Aber wie dem auch sei, ich habe hier etwas für dich. Behalt es. Was soll das? Lies es doch erstmal. Fred hat sich deine Kritik schwer zu Herzen genommen und deine Rolle ist wirklich gut. Harry meint, ich soll die Finger von Typen wie euch lassen. Oh, Harry. Mhm. Und wer ist dieser göttliche Harry? Mein Agent. Oh, ich verstehe, dein Agent. Ja. Oh, der Typ hat's echt drauf. Verkauft dich umgehend an die Bananenindustrie. Echt toll. Laurie Sanders? Hier. Wir gehören zusammen. Ich könnte dich umbringen, du hast alles vermasselt. Ach komm schon, das war doch ein Haufen Blinde. Eines kann ich dir sagen, Baby, du warst wirklich gut. Glaub mir, ich war dabei. Mein Gott, alles war da. Leidenschaft, Ausdruck und dieses Gefühl. Also ich habe mindestens 4 Taschentücher gebraucht. Ich finde, du solltest den Job kriegen. Vielleicht liest du mal unser Drehbuch. Du hast den Gnom schon fertig. Hey, komm schon, ich möchte ihn sehen. Ja, später. Stell dich doch nicht immer so an. Hast du mein Hagel gesehen? Weißt du, wie viel Uhr es ist? Es ist jetzt ziemlich genau 9:05. Du hast es also nicht gesehen. Okay, danke. Was? Es ist 9:05? Oh mein Gott, Fred, Laurie muss jeden Augenblick hier sein. Sieh mal, wie es hier noch aussieht.
Der ganze Krempel muss hier verschwinden. Großer Gott, Fred, vergiss doch mal diese bescheuerte Uhr. Hier, halt das mal. Hey. Hier. Und das auch. Schnell. Oh, nun mach doch. Oh nein. Warum bist du denn so nervös? Was, ich nervös? Oh, Blödsinn. Ach ja, dann kann ich dir ja noch ein bisschen Gesellschaft leisten. Hör mal gut zu. Wenn dir dein Leben lieb ist, dann schiebst du am besten deine Wattel aus der Sonne und schließt deine Tür gut hinter dir ab. Verstanden? Ich bin doch nicht etwa zu früh? Nein, nein, du liegst goldrichtig. Bist du allein? Okay, da wären wir. Der hier ist für dich. Sieht irgendwie gefährlich aus. Auf gute Zusammenarbeit. Gib das Glas besser mir. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel Zitrone reingetan. Sag mal, ist das nicht die Uhr aus dem Drehbuch? Ja, die hat mir mein alter Herr vermacht, weißt du? Dann ist die Geschichte also gar nicht so weit hergeholt. Ja, dieses Mal spiele ich eigentlich mich selbst. Ich räche die Ehre meines Alten im Kampf gegen eine unbekannte böse Macht. Wow, klingt wahnsinnig romantisch. Ist es auch. Also, ich weiß nicht. Sich dich in der Rolle des selbstlosen Rächers vorzustellen, fällt wirklich schwer. Okay, lass uns lieber über deine Rolle reden. Du spielst das Mädel vom Lande, das in die große Stadt kommt, um Karriere zu machen. Dabei hast du panische Angst davor, dass dich jemand ausnutzen könnte. Ha, so siehst du das also. Blödsinn, ich rede natürlich nur von deiner Rolle. Natürlich. Aber auf einmal verliebst du dich in mich, weil ich, naja, weil ich der Einzige weit und breit bin, der es ehrlich mit dir meint. Bist du dir da sicher? Ich meine, Helden können doch auch mal schwach werden, oder? Natürlich nicht. Wenn ich schwach würde, dann wäre ich doch kein Held. Die Uhr geht falsch. Auf ihr ist es schon 12. Fred hat nur vergessen, sie zu stellen. Also hör mal, ich glaube, ich gehe mich mal ein bisschen frisch machen, wenn es dir nichts ausmacht, ja? Wo ist denn hier für kleine Mädchen? Warte doch, das kannst du mir doch nicht antun. Was kann ich dir nicht antun? Du kannst mich doch jetzt nicht alleine lassen. Hey, ist was? Wieso nein? Nichts, gar nichts. Nein, alles hervorragend. Was soll denn noch sein? Irgendwas ist doch mit dir. Nein, nein. Naja... Vielleicht wäre es doch besser, wenn du verschwinden würdest, ja? Ah, ja, ja. Verschwinden? Naja, du weißt schon, Nase pudern, Hände waschen. Ja, also den ganzen... runter, die erste Tür links und... Du wirst es schon finden. Na, geh schon. Na, einfach nach links. Hier. Das ist sie, ja.
Fred! Fred, hörst du mich? Was ist denn? Ist dein Besuch schon wieder weg? Verdammt nochmal, das wollte ich gerade dich fragen. Ich dachte, mich trifft der Schlag. Kannst du mich hören? Mensch, Fred, jetzt mach schon auf! Warte noch eine Sekunde. Mann, was machst du denn da drin? Soll ich für Sie öffnen, Sir? Okay. Absolute Ruhe bewahren. Reg dich auf keinen Fall auf. Du hast mich schon einmal besucht, habe ich recht? Ja. Oh. Hör mal, Mann. Lass dich bloß nicht auf irgendetwas ein. Hast du mich gehört? Das letzte Mal konnte ich dich aber irgendwie sehen. Jetzt können Sie mich sehen. Ich hoffe, Sie haben keine Angst mehr. Oh, nicht doch. Warum sollte ich dann Angst haben? Es ist nur so, dass ich mal rausgehen wollte, um meinem Kumpel Bescheid zu sagen. Ich bin hier. Sicher. Prima. Am besten du bleibst, wo du bist, und ich verschwinde mal kurz für einen Moment. Alles klar? Fred, wenn du nicht sofort aufmachst, denke ich. Warum haben Sie meinen Körper nur so kompliziert gebaut? Körper? Was für ein Körper? Nun, meinen Sir. Aber trotzdem, vielen Dank. Ich fühle mich wunderbar. Abgesehen von den Zähnen. Ich stoße beim Sprechen immer ein bisschen an. Scheiße. Aber glauben Sie jetzt nicht, dass ich undankbar bin? Undankbar? Nein. Nein, das ist es gar nicht. Aber du hörst ja selbst, da ruft jemand nach mir. Also frag ich mal kurz, was er will. Aber Sir... Entschuldige einen Augenblick. Ich bin gleich wieder hier, ja? Obwohl ihr langsam seid. Raus damit. Was war da drin los? Warren, mir ist schlecht. Fred, ich nehme alles zurück. Vorhin ist da was Grünes durchs Wohnzimmer geflogen. Und es war durchsichtig. Ja, ist es aber nicht mehr. Was meinst du mit nicht mehr? Warren? Schnell, sie darf uns nicht sehen. Warte eine Sekunde, ich mache uns noch schnell was zu trinken. Ich bin gleich wieder da. Okay. Hey, los, los, red schon. Eine Frage. Ich bin doch völlig normal, oder? Nicht durchgedreht oder sowas. Ja, ja, aber ich werd's langsam. Los, spuck's aus. Okay, hör zu. Das Gespenst hat sich mein neues Filmmonster geschnappt. Was? Warren, bist du das? Wo bleibst du denn? Ach, er glaubt tatsächlich, ich hätte einen neuen Körper für ihn gebaut. Moment mal, was faderst du da? Was für ein Körper? Hey, aber nicht wieder so stark, okay? Louis, du weißt doch, Louis, der Butler, den ich für den neuen Film gebaut habe. Der hat plötzlich angefangen zu leben. Und er bewegt sich. Und er spricht mit derselben Stimme wie dieser Geist. Ihr Cocktail, Madam. Werd nicht albern, Warren. Sieht ja traumhaft aus. Nicht sonst noch irgendetwas für Sie tun, Madam? Warren, das ist nicht Witz. Ja, bitte, Madam. Schluss jetzt mit dem Quatsch. Ich habe keinen Spaß mehr an der Vorstellung. Habe ich irgendwas falsch gemacht, Madam? Nimm bloß deine komischen Finger von mir, du Zwerg! Aber Madam... Ich sag dir, du sollst deine Pfoten wegnehmen! Was war das? Siehst du was? Mir reicht's jetzt, ich gehe! Verdammt nochmal, beruhige dich.
dich, okay? Die werden dir auch alles erklären. Ja, wir können dir alles erklären. Fast alles. Wenn ihr mich nicht sofort hier rauslasst, dann gebe ich euch eins auf die Nase, genauso wie diesen dämlichen Gummimonster, mit dem ihr mir Angst einjagen wolltet. Du hast ihn gesehen? Ich habe ihn umgehauen, wenn du es genau wissen willst. Die hat wohl überhaupt keine Hemmung, ja, oder? Ja, schon wirklich. Aber jetzt haltet ihr beiden endlich mal die Klappe. Also hör zu. Lori, das Ding da draußen war nicht das, wofür du es hältst. Hey, hört ihr das? Ich glaube, er hat den Projektor angestellt. Offensichtlich hat er, was Filme angeht, denselben miesen Geschmack wie ihr. Mal nachsehen. Ist das dein Ernst? Hast du eine bessere Idee? Ja. Nein. Aber vorsichtig, okay? Zu sein. Ihr Jungs seid irre. Ich glaube nicht, dass das gerade wirklich passiert. Es passiert aber. Ich schätze, es ist besser, wenn ich jetzt gehe. Nein. Du bleibst schön hier, okay? Was willst du mit dem Ding? Ich zeig's ihm ganz einfach. Entschuldige bitte. Kann ich dich mal für einen Moment stören? Ja? Oh, Sir, wie peinlich. Ich habe wohl die Kontenance verloren. Aber ich kann einfach nicht glauben, dass Menschen an sowas Gefallen finden können. Oh, das ist doch nur ein Film. Psst, Brad. Komm zur Sache. Weißt du, also, was wir wissen wollten. Also, es geht um diese Uhr hier, siehst du? Natürlich, die Uhr. Oh, du meine Güte. Ist es denn wirklich schon so spät? Wir müssen uns beeilen, bevor die nächste Stunde um ist. Müssen wir es geschafft haben. Was meinst du? Ach, natürlich. Wie dumm von mir. Das können Sie ja unmöglich wissen. Nun ja, es tut mir außerordentlich leid, Ihnen das sagen zu müssen. Aber Ihr Großvater war ein sehr schlechter Mensch. Sie sind von ihm um Ihr Erbe betrogen worden. Aber wieso mein Erbe? Doch, es ist so, Sir. Ihr rechtmäßiges Erbe. Hey, was meinst du mit sein Erbe? Ich finde, wir sollten mal eins klarstellen. Siehst du die Uhr? Das ist meine Uhr. Er hat sie nur repariert. Meine Uhr, er hat sie repariert. Mann, das ist doch im Augenblick unwichtig. Naja, für dich vielleicht. Ich verstehe nicht ganz. Pass auf, das ist alles ganz einfach. Dein Boss, mein Großvater. Siehst du? Kein Problem. Hör auf, du bringst sie noch völlig durcheinander. Also wer bringt hier wen durcheinander? Ist ja gut, alles klar. Wenn hier jemand um sein Erbe betrogen wurde, dann war es natürlich er. So ist es. Hey, schau mal her. Hier. Da. Das bin ich. Warren McCloud. Das heißt, so sah ich mal aus. Wie Sie meinen, Sir. Aber mit Verlaub, wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir sollten unverzüglich aufbrechen. Ah, okay. Aber wo soll uns denn das kleine Abenteuer hinführen? Zum Haus Ihres Großvaters natürlich. Was denn? Gibt es das überhaupt noch? Tja, woher soll ich das wissen? Wir müssen es finden, sonst werde ich niemals Ruhe und Frieden haben. Das ist doch gelogen. Er hat dich dafür bezahlt, oder nicht? Ja, er hat recht. Ich habe eine furchtbare Schuld auf mich geladen. Also Jungs, ehrlich, jetzt kapiere ich überhaupt nichts mehr. Pass mal auf, erinnerst du dich an meinen Traum? Okay, folgendes. Dein Großvater wurde von ihm eingemauert, mit all seinem vielen Geld. Und jetzt will er uns zeigen, wo wir es finden können. Ich hätte es nicht tun dürfen. Siehst du? Fred, du hast nicht zufällig geträumt, um welchen Betrag es sich handelt? Nein, keine Ahnung. Oh, es waren Millionen, Sir. Millionen? Sein gesamtes Vermögen. Er war ein sehr reicher Mann. Reicher Mann.
Dann müssen wir ja nur noch das Haus finden. Hey, Partner, hast du eine Adresse? Ja, hast du einen Straßennamen oder was in der Art? Eine Postleitzahl? Es wurde weit und breit nur das McCloud-Anwesen genannt. Ein großes weißes Holzhaus. Nicht weit davon war eine Viehtränke. Oh. Na toll, eine Viehtränke. Ein großes weißes Holzhaus. Ein großes weißes Holzhaus? Aber klar! Wo willst du hin? Das wirst du gleich sehen. Wir brauchen sowas wie einen Stadtplan. Okay. Hier sind wir jetzt. Und hier ist Santa Monica. Und hier liegt Hollywood. Hollywood? Also Hollywood, bist du sicher? Ja, Sir. Hast du das gehört? Hey, ist es das, Louis? Ja, Sir. Aber das richtige Haus ist viel, viel größer. Oh, das ist nur ein Modell, weißt du? Ich habe es nach meinem Traum gebaut, weißt du, genau wie dich. Das heißt, wie den Körper, in dem du gerade steckst. Na egal, ich will über euch beide einen Film machen. Film? Verdammt, du bringst ihn doch völlig durcheinander. Also wir wissen jetzt, wie das Haus aussieht und wir wissen, es steht in Hollywood. Menge Filme wie meine werden in Hollywood gedreht. Das interessiert doch niemand. Hör zu, Louis, überleg mal, vielleicht fallen dir noch ein paar Einzelheiten ein. Ich glaube, wenn sie mich nach Hollywood bringen könnten, dann wird das einfacher für mich, Sir. Komm, Louis, hier geht's ja. Moment, mein Freund, wo willst du denn mit ihm hin? Wirst du gleich sehen. Jetzt zieh dir das mal in Ruhe an. Oh, ist das schön. Ist das Hollywood? Ja, das ist es. Es ist wunderschön. Also, ich habe das Gefühl, wir fahren schon eine Ewigkeit durch die Gegend. Ich meine, irgendwann sollte er sich doch mal an was erinnern, richtig? Also, jetzt streng dich mal gefälligst ein bisschen an, ja? Selbstverständlich, Sir. Ich versuche es, ich bemühe mich außerordentlich. Soll ich dir mal was sagen? Du bist einfach zu verdammt höflich. Ganz im Gegensatz zu dir. Setz ihn nicht zu sehr unter Druck. Ich glaube, das wäre völlig falsch. Das weiß ich auch. Hey, Louis, du musst das Ganze locker nehmen, ja? Locker, Sir? Du weißt schon, locker aus der Hüfte. Nimm's cool. Cool? Ja, cool. Okay, vergiss es. Gut gemacht, Warren. Gut gemacht. Also gut, bleib hier. Ich geh mal eben... Warte, Warren, warte. Ich bin mit... Hey, ich würde dir gerne mal eine Frage stellen, wenn es dir nichts ausmacht. Gern, Sir. Naja, also da oben im Himmel oder wo immer du auch herkommst, sind da noch andere? Andere? Naja, du weißt schon, diejenigen, die jetzt nicht mehr bei uns sind, weil sie, naja, weil sie eben nicht mehr hier sind. Die Toten, Sir. Entschuldigen Sie bitte, haben Sie zufällig ein bisschen Kleingeld für mich? Selbstverständlich, Sir. Wenn Sie einen Hunderter wechseln können? Ein Hunderter? Na, jemand wie Lon Chaney. Hast du den mal getroffen? Nein, Sir, tut mir leid. Oder Boris Karloff, also das Gesicht fällt doch jedem auf. Es tut mir wirklich leid, Sir, aber nein. Aber das ist doch unmöglich. Der Typ war Frankenstein. Der absolute Star.
Ich bin untröstlich, Sir, aber es gibt keine Stars im Himmel und es gibt auch keine Gesichter. Leider, Sir, leider. Keine Gesichter? Oh, ich weiß nicht, ob es mir da gefallen würde. Entschuldige, ich brauche etwas frische Luft. Das könntest du einen Drink gebrauchen. Nein, danke, Sir. Ich danke Ihnen vielmals. Mach's nicht. Auf sein Wohl. Ich suche nach dem McCloud-Anwesen. Vielleicht können Sie mir behilflich sein. Ja, ich kenne die Stadt besser als meine Wissentasche. Du weißt sicherlich nicht, wer ich bin. Ich war mal einer von den Superstars auf der Leinwand, bevor solche Kröten wie Ju gekommen sind. Der hat kein Wort verstanden, nur Chinesen oder Japaner oder was weiß ich. Ich meine, leben wir jetzt in Asien oder was? Warum bist du nicht im Wagen geblieben? Du, hör mal, Warren, kannst du dir ein Dasein ohne Gesicht vorstellen? Aber ich kann mir eins ohne Auto vorstellen. Hey, warte! Ich weiß jetzt, wo es ist. Na klasse, er hat einen Besoffenen gefragt. Wir haben sowieso nur noch 2 oder 3 Minuten. Nimm mal die Hufe vom Pedal, Mann. Es muss hier irgendwo sein. Nein, hier ist es niemals. Ich meine, ich kenne die Gegend. Hier gibt es nichts weiter als Filmstudios. Sir, könnten Sie bitte anhalten? Hast du etwas wiedererkannt? Bitte, Sir. Hey, hey, er hat etwas entdeckt. Halt schon an, Mann. Wo denn? Was denn? Komm, stell keine Fragen, sondern halt an. Ich habe es gefunden. Ich kann das Haus sehen. Ja, Sir. Ich kann das Haus sehen. Nun habe ich meine Aufgabe erfüllt. Sie sind auf sich alleine gestellt und ich werde meinen Frieden. Wovon redet der verdammt nochmal? Das ist ein Filmstudio, Stan Gordon Pictures. Hör auf, immer auf ihm rumzuhacken. Wie kann man nur so herzlos sein? Ich meine, wenn's ihn glücklich macht. So, wenn's ihn glücklich macht, toll. Und was sollen wir uns dafür kaufen oder siehst du etwa das Haus? Jetzt haltet mal beide die Klappe, ja? Ich meine, ihr wird's uns schon erklären. Louis, was sollen wir jetzt tun? Ihr müsst in den Keller des Hauses gehen. Denn im Keller dieses Hauses ist ein... Ich wollte ihn noch so viel fragen. Was für ein schlapper Geist. Sag dem alten Walross nur, dass ich später zur Arbeit komme, ja? Keine Ahnung, lass dir was einfallen. Tut uns ausgerechnet zu Stan Gordon Pictures. Wenn Louis Spitz kriegt, dass wir das Haus nicht gefunden haben, wird er bestimmt zurückkommen. Oh Mann, das glaubst du doch selber nicht. Ich glaube, das Beste ist, wenn wir erst mal rauskriegen, ob das Haus wirklich da gestanden hat. Okay, fahren wir zum Grundbuchamt. Hey, Moment mal. Könnt ihr mich vorher in meiner Folterkammer absetzen? Ich komme sowieso schon zu spät. Ach, na klasse, Lori. Ist ja nur ein Umweg durch die halbe Stadt. Was hast du denn? Lori! Lori, wo willst du denn hin? Ich suche mir ein Taxi. Ist angenehmer. Komm schon, wir fahren nicht hin. Wirklich? Taxi! Oh, wie kann man nur so empfindlich sein? Kannst du nicht verstehen, wie wichtig die ganze Sache für mich ist? Sicher, wichtig für dich. An andere denkst du ja sowieso nicht. Hauptsache, du bist glücklich.
Darf ich sie mitnehmen? Hey, verpfeif dich, du Dumpfgummi, bevor ich dir deinen Brennhalter ins Gesicht stampfe, okay? Hey, wenn ich es geschafft habe, dann machen wir ja den Film zusammen. Darum geht's dir doch nur, oder? Aspirin. War es so schlimm? Schlimmer. Ich würde ihn einfach vergessen. Schon passiert. Oh, ist ja reizend, dass du auch mal vorbeischaust. Macht mich glücklich. Tut mir leid, Mr. Rosenbaum. Braucht dir nicht leid zu tun. Du musst dir nur eins merken. Nochmal so eine Nummer und du hast dir ausgedient, Kleine. Haben wir uns verstanden? Ja. Dann marsch an die Arbeit. Wie kann einer nur so tierisch gute Laune verbreiten? Bestimmt hat ihm sein fetter Pudel in die Karre geschissen. Kennst du einen Typen namens Dan Gordon? Was hast du gesagt? Was, Dan Gordon oder sowas in der Art? Gib her, na los! Oh, sei vorsichtig. Lass dich bloß nicht wieder übers Ohr hauen. Komm schon, gib mir den Hörer. Keine Privatgespräche. Ah. Ja, ich bin's. Können Sie das wiederholen? Ja, sicher, sofort. Was ist passiert? Ich werd verrückt. Was? Fängt die schon wieder an zu spinnen? Oh mein Gott. Okay, wie sehe ich aus? Willst du die Wahrheit hören? Ich glaub's einfach nicht. Ruft einfach hier an und verspricht mir eine Rolle. Wo willst du hin? Ich dich später. Und was ist mit dem Hawaii-Toast? Lori! Du bist gefeiert! Du und dein großes Herz! Ich hab's gefunden. Ich hab's gefunden. Der Besitzer von Stan Gordon Pictures war eine Immobiliengesellschaft. Und wer, glaubst du, war der Hauptgesellschafter? Ich geb's auf. Wer? Frederick MacLeod. Ist nicht wahr, Mann. Zeig her. Hier. Der zweite Gesellschafter war ein gewisser Stanislav Gordulev. Dann muss doch sicher auch vermerkt sein, wann das Grundstück verkauft worden ist. 1927. 1927. Das bedeutet, es ist verkauft worden, nachdem mein Großvater verschwunden war. Und dieser... Gordulev. Gordulev. Er war bestimmt der, der es verkauft hat. Wir müssen ein bisschen mehr über den Knaben herausfinden. Wie schreibt sich der Kerl? S-T-A-N-I-S-L-A-V G-O-R-D-O-L-E-V. Ich glaube, ich lüge. Stan Gordon. Das kann doch nicht wahr sein. Das hätte mir schon vorher auffallen müssen. Ist ja irre. Also, Fred, hör zu. Nachdem der Alte von der Bildfläche verschwunden war, hat sein Partner sich in der allgemeinen Verwirrung das Grundstück unter den Nagel gerissen, ohne dass irgendjemand etwas gemerkt hat. Danach gründete er seine Filmgesellschaft unter seinem neuen Namen und hat dann das Grundstück wieder an sich zurückverkauft. Zu einem guten Preis natürlich. Vielleicht hast du recht. Er ist unglaublich stark, gefährlich und brutal. Eine wahre Landplage. Und die Eingeborenen haben mächtig Angst. Sie hassen diesen großen Affen, weil er ihre Schafe raubt und ihre Ziegen und manchmal ihre schönsten Frauen. Mhm. Damit beginnt auch dein Part. Du spielst dieses wunderschöne Mädchen, das von unserem Affen entführt und in seine Höhle verschleppt wird. Oh ja, die Geschichte kenne ich. Natürlich, jeder kennt sie, aber ich werde das Ding anders aufziehen. Mein Affe ist fast doppelt so groß wie das letzte Mal. Wow. Wirklich beeindruckend. Ja. Würden Sie mir verraten, wie Sie gerade auf mich kommen? Weißt du, sagen wir einfach, ich habe einen untrüglichen Instinkt für junge Talente.
Davon abgesehen, kannst du mir vielleicht... kannst du mir möglicherweise einen kleinen Gefallen tun? Hey, hey, Moment mal! Wo willst du denn hin? Du kannst doch nicht einfach hier so rausrennen! Hey! Hey, weißt du eigentlich, mit wem du es hier zu tun hast? Das wird dir noch mal leid tun! Du kriegst in dieser Stadt keinen Fuß mehr auf den Boden, das verspreche ich dir! Du spielst ja nicht mal mehr einen Zahnstocher! Ihnen wird am nächsten Ersten das blöde Grinsen auch noch vergehen! Ist doch ganz logisch, Herr. Großartig. Was machst du denn hier? Du hast ihm doch wohl nicht etwas erzählt. Mein Name ist Chuck Johnson und das ist mein Vetter Bill Bobab. Wir sind hier, um die alljährliche Bürosicherheitskontrolle durchzuführen und fangen auch gleich damit an. Und hier, für dich, Bill Bobab, das wirst du brauchen. Das auch. Okay, aber was haben wir denn hier? Einen leicht angeschimmelten Farn? Geschäft. Hier der unbrennbare Kunststofffußboden. Eine mickrige Funzel mit zwei Birnen drin. Geschäft. Da haben wir ein Foto von Fred Astaire. Das ist Gene Kelly. Macht nichts. Geschäft. Die eine eingestaubte Aktenablage. Geschäft. Oh, ein persönliches Foto von dem Zuckertörtchen, wa? Geschäft. Und hier haben wir... Ui, Deibel, was ist das? Das nicht! Und da haben wir eine Uhr und eine alterne Tipse. Geschäft. Wir haben einen Schreibtisch, wir haben einen Stuhl, wir haben einen Thermometer und da ist eine TH-9009 Schreibmaschine und hier ist das automatische... Sesam, öffne dich. Klasse, was? Und geschäft. Alle Okidoki haben bestanden. Ah, danke, verbinde ich. Danke. Hi. Was wollt ihr beide hier? Es geht ums... Business. Business. Ich mache keine Geschäfte mit Kindern. Wir haben keine Verabredung miteinander, also empfehle ich euch, hier schleunigst zu verschwinden. Ach, wirklich? Mr. Stanislav Gordolev Jr.? Was soll der Blödsinn? Da staunst du, was? Hey, hey! Nimm deine Pfoten von dem Affen, du Spasti! Du hältst dich wohl für besonders schlau, was? Wir sind nicht gekommen, um uns Komplimente anzuhören. Oh, ja, natürlich. Ich kann ja deinen Ärger über die kleine Transaktion meines Vaters gut verstehen. Transaktion? Transaktion. Nein, das ist nicht das richtige Wort. Ich würde lieber das Wörtchen Diebstahl benutzen. Damit kommen wir der Sache doch schon näher. Ja, mag sein. Nur ist die ganze Sache leider schon lange verjährt. Tja... Aber es würde sich trotzdem nicht gut machen, wenn das rauskommt. Was wäre denn, wenn alle Welt erfährt, dass die Gründung der altehrwürdigen Stan Gordon Filmgesellschaft und all ihr Reichtum auf einem Gemeinschwindel basiert? Du kannst mich für verrückt halten, aber ich glaube, du hast mich verstanden. Fred? Gecheckt. Na ja, gar nicht so schlecht. Ich würde sagen, 1-0 für dich. Ich glaube, wir sollten wirklich langsam übers Geschäft reden. Bitte. Hol mal deinen komischen Kumpel rüber. Fred? Okay, reden wir endlich Klartext. Ich werde euch jetzt einen fairen Handel vorschlagen. Meinetwegen kannst du darin auch eine Art von Wiedergutmachung sehen. Oh, ich bin tief gerührt, Stan. Wirklich. Ich gebe euch einen Vertrag über einen Film. Ich finanziere ihn und ihr könnt damit machen, was ihr wollt. Was hat er gesagt? Du hast schon richtig gehört. Mit derselben Nummer hat er sicher auch Laurie rumgekriegt. Der Kerl will uns kaufen. Sekunde mal, ich meine, er will doch, dass wir einen Film für ihn machen. Du Idiot, Fred. Das ist doch genau dasselbe. Also, ich glaube das nicht. Einen richtigen Film. Dafür würdest du wohl deine Großmutter verkaufen, was? Merkst du nicht, dass der Typ uns reinlegen will? Das ist ein faires Angebot, ja oder nein? Wenn du glaubst, dass ich mich aufs Kreuz legen lasse, wie der Rest meiner Familie, dann bist du aber auf dem ganz falschen Dampfer. Ich weiß doch genau, worauf du scharf bist. Du glaubst, es ist ein Hinweis oder irgendwas in dem alten Koffer, wodurch du erfährst, wo der Alte das Geld versteckt hat. Aber du hast leider Pech gehabt. Es war im Haus versteckt. In dem Haus, das dein Vater hat abreißen lassen. Er hat es abreißen lassen? Das wirft dich jetzt wohl um, was? Hör zu, deine saubere Familie hat mich um ein Erbe gebracht. Und jetzt wirst du dafür bezahlen. Das verspreche ich dir. Komm, Fred, wir gehen. Hören Sie, es tut mir leid, es tut mir wirklich leid. Er weiß nicht, was er sagt. Er ist eine egozentrische, paranoide Primadonna. Er weiß nicht, dass Sie ein unglaublich netter Kerl sind. Fred, komm schon.
Nun komm schon! Bis bald. Pass mal auf. Gib mir Witschek an die Strippe. Aber schnell, ja? Oh, ich hasse ihn. Ich hasse ihn wirklich. Welchen meinst du denn jetzt? Den Jungen oder den Alten? Beide. Hör auf, ist schon okay. Bist du immer noch hier? Was soll ich denn mit dir machen? Sie von der Brücke schmeißen? Ich bezahle dich nicht fürs Rumsitzen. Schwing deinen Arsch hoch und geh an die Arbeit. Okay, okay. Schätzchen, ich bin gleich wieder da, okay? Ich glaube dich so sehr, Vater. Ja, das wusste ich. Aber nun wird uns nichts mehr trennen. Nichts. Für immer. Lori, was ist mit dir? Das Haus da. Das verdammte Haus. Sie sahen das Haus der blutigen Hände. Eine Stan Gordon-Produktion. Warren? Warren, ich muss mit dir reden. Was ist passiert? Später. Was macht denn Lori hier? Geh schon mal vor, ich komme danach, okay? Danke, Mann. Was denn hier? Stimmt was nicht? Los, Potter noch! Und mach zwei Schritte nach vorn. Los, mach schon! Ich hab das verdammte Haus gesehen. Klappe! Das Haus? Lass das Gequatsche! Oh. Wo hast du es gesehen? In einem Film. Was? Kein Witz, es war eine Stan Gordon-Produktion. Dann muss es immer noch da sein. Du, und jetzt erzähl mir, wo ist es? Komm schon, du weißt genau, wovon ich rede. Wenn Sie mir einen kleinen Tipp geben würden, dann würde ich... Du Zwerg hältst mich wohl für dämlich, was? Okay, es ist im Keller. Oh, würdet ihr mich kurz entschuldigen? Oh, Louis, wir stecken bis zum Hals in der Scheiße. Die Uhr. Es ist mir scheißegal, ob er beschäftigt ist. Schleppen Sie ihn sofort ans Telefon. Komm schon.
funktioniert. Es funktioniert. Louis, es ist nach Mitternacht, siehst du? Louis. Louis, wach auf, Mann. Ich Wiecek bin. Verzeihung, ich bin Wiecek. Das Zeug ist im Keller. Na, weiß ich nicht genau wo. Was mache ich jetzt? Er hat es mir selbst gesagt. Hübsches! Gut, kümmere mich persönlich darum, Mr. Gordon. Oh, Louis, bin ich froh, dich zu sehen. Die Freude ist ganz auf meiner Seite, Sir. Hör zu, wir haben ernste Probleme. Wir haben das Haus nicht gefunden, Sir. Ja, aber darum geht es nicht. Laurie und Warren stecken in großen Schwierigkeiten. Was machst du denn da? Ja. Wird gemacht, Sir. Gern, Sir. Dafür hau ich ihn aus dem Anzug. Was machen wir jetzt? Ich würde meinen, hier ist wieder mal britischer Einfallsreichtum gefragt. Ja. Wie? Ich schlage einen Scheinangriff vor. Ein Scheinangriff? 1916, die Schlacht in Flandern, Sir. War es ein Erfolg? Ja und nein. Was meinst du mit ja und nein? Größere Verluste auf beiden Seiten, Sir. Na klasse, kann ja heiter werden. Verdammt, wenn du bist, wo Fred bleibt. Schluss mit Gewisper. Hör mal, sowas nennt man Freiheitsberaubung. Du wirst für deinen Boss gepflegt die Birne hinhalten müssen. Du halt die Klappe. Keiner bewegt sich. Okay, würde ich nie tun. Keinen Schritt weiter, Flender! Nein, nicht schießen! Oh, Fred, du Idiot! Das war unsere letzte Chance. Bitte, nicht schießen, bitte. Ja. Erwin, haben wir denn da? Das große, böse Gespenst? Nein, Sir, ich bin hier. Diesmal ohne größere Verluste, Sir. Du sagst es. Nicht fürs Rumstehen und Kaffee trinken. Los, raus mit der Sprache. Dieser elende Mistkerl. Habt ihr was gefunden? Nein, Sir. Haben jeden Stein umgedreht. Und was ist mit dem Keller? Da haben wir jeden Stein zweimal umgedreht. Wenn wir nur wüssten, wovon die reden. Na gut, Sie wissen, was zu tun ist. Aber, Mr. Gordon, es ist mitten in der Nacht und für sowas braucht... Hey, Vorsicht, ja? Sie tun, was Ihnen gesagt wird. Ja, Sir. Was machen wir jetzt? Ich würde vorschlagen... im Keller des Hauses einen Besuch abzustatten. Okay, schaff das Zeug dran. Wir legen die Ladung. Gut, Jungs, es geht los. Ich brauche die beiden Großen da drüben. Wir beiden ins Haus.
Hey, seht mal. Ich glaube, da ist sowas wie eine Luke. Was zum Teufel machen wir? Frag mich mal was Leichteres. Nach meiner bescheidenen Auffassung handelt es sich dabei um Dynamit. Der schleimige Mistkerl will die ganze Hütte in die Luft jagen. Laurie, komm zurück. Hey, ich bin im Keller. Wen interessiert das? Schwing deinen Hintern sofort wieder hier rauf, okay? Das geht nicht. Ihr wolltet doch sowieso in den Keller. Ja, sicher wollten wir das. Doch leider Gottes ist das der Keller eines Hauses, das demnächst in die Luft fliegen wird. Was? Ja. Ich will hier raus. Holt mich sofort wieder raus. Hört ihr mich? So muss man mit Frauen reden. Machen wir jetzt. Oh, Scheiße, Mann. Ich meine, wir können euch jetzt nicht aufgeben. Wir sind so dicht dran. Wir hätten sich ja wohl mit der Sprengung Zeit lassen. Okay. Wer geht zuerst? Gesehen habe. Das ist das blutige Weihnacht mit Akira Kubo. Er hat sich dieses Zimmermädchen geschnappt und sie dann Tag und Nacht gefoltert. Louis, du musst mir jetzt sagen, wo es war. Hinter ihm, hinter dem Schrank, Sir. Ist es dahinter, ja? Bist du sicher? Ja, Sir. Das hier hängt bei mir zu Hause an die Wand. Hey, kann mir vielleicht mal jemand hier helfen? Warte, ich helfe dir. Sehr groß. Dafür brauchen wir Werkzeug. Auf die Idee wäre ich nie gekommen. Du bist echt genial. Hier. Oh ja. Toll. Räum den Müll da weg, Mark. Wir brauchen die noch, Joe. Oh, ich würde sagen, etwa 5 Minuten. Ja, das wirst du brauchen. Okay. Okay, Leute, alles raus aus dem Haus. In 5 Minuten ist es soweit. Hey, gib ihm mal einen 4 kW aufs Haus. Okay. Die Jungs, beeilt euch mal ein bisschen. Wir haben nur noch 5 Minuten. Ich hab was gehört. Ich auch. Das war das Brechen von meinem großen Zeh. Nein, es war was anderes. Da ist es wieder. Hört sich an, als hätte jemand Blähungen. Ich glaube, wir bekommen Besuch, Sir. Um die Zeit? Ja, ich befürchte, es ist Ihr Großvater. Keine schlechten Witze. Im Ernst, Sir. Und unter Umständen wird es ungemütlich. Fred, hey, bist du noch da, Fred? Ja, alles okay, ja? Fred, zieh mich an. Fred, sag deinen Namen, zähl dich gleich. Wie ist deine Versicherungsnummer? Deine Telefonnummer? Ich schätze, der wollte mich verspeisen. Mann, hat einer von euch einen Schimmer, was das war? Hört zu, ich habe eine tolle Idee. Warum hauen wir nicht einfach ab? Fred!
Oh Mann, was ist denn das? Guten Abend, Sir. Was machst du, kleiner Giftschmerzchen, hier? Was ich hier mache, Sir? Es ist auf seltsame Weise recht schwierig zu erklären, Sir. Das ist genau der falsche Zeitpunkt zu kneifen. Das ist der alte Penner, der dich abgemurkst hat. Höflichkeit ist doch jetzt völlig fehl am Platz. Spring über deinen Schatten, Kumpel. Wer sind diese merkwürdigen Leute? Entschuldigen Sie bitte, Sir. Darf ich Sie mit Ihrem Großenkel Warren McCloud bekannt machen? Hi. Und das sind zwei seiner Freunde. Hi. Hi. Oh ja, selbstverständlich, meine einzige Familie. Na ja, wie das Leben so spielt, bin ich hier zufällig vorbeigekommen und dachte, mal schauen, wie es Opa so geht. Naja, und soweit scheint ja auch alles in Ordnung zu sein. Nein, wieso? Ich wollte... Du bist hergekommen, um mir mein Geld wegzunehmen. Also wenn wir gerade dabei sind, gegen ein kleines Taschengeld wäre doch nichts einzuwenden. Nette Verwandtschaft. Lasst uns endlich abhauen. Das ist eine gute Idee. Oh nein! Komm schon, Louis, steh da nicht rum wie angewachsen. Tu verdammt noch mal was. Oh je. Nein, du darfst nicht. Bitte. Verdammtes Ding! Was? Siehst du, was ich sehe? Haben Schauspieler nicht Fechtunterricht? Ich habe den Ballettkurs belegt. Okay. Ich wäre schon mit ihm fertig. Hey, hallo! Noch nicht fertig! Hast du noch nie Prinz Eisenherz gesehen? Na los, Warren! Gib ihm! Ja, arriva! Bravo, Sir! Achtung, Sir! Oh, verdammt, pass auf! Duck dich! Ja. Halt ihn dir rüber! Warren, das ist die falsche Richtung! Was regst du dich denn so auf? Man kann doch darüber reden. Schreit sie nicht auch noch? Nein. Willst du von mir gehen? Wundervoll, Sir. Gar nicht schlecht. Finde ich auch. Klasse, was? Merk dir den Schlag, damit kommst du weiter im Leben. Ja, mag sein, aber würde es dir was ausmachen, dich mal kurz umzudrehen? Das ist nicht fair. Das ist sogar unheimlich unfair. Hey, pass auf, Fred. Da, die Uhr. Achtung, Fred! Nein, nein, bitte nicht. Nein, nein. Nein, mein Gott. Warren! Versuch, du weißt, hast du schalten! Du musst es versuchen! Prima Vorschlag! Verdammt nochmal, Louis, unternimm was! Louis, hilf mir! Oder willst du, dass ich dich ein zweites Mal umbringe? Oh Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Warren! Ich werde hier draufgehen, Warren! Oh nein, Louis! Louis, hilf mir!
Jack Warren! Los, mach ihn alle! Du schaffst ihn, Mann, du schaffst ihn! Geh zum Hebel! Luis! Luis, bist du blind? Was ist los mit dir, Mann? Ich hab dich doch aufgemacht! Hey, leg das Ding um! Moment, Moment, ich hab's gleich. Beeilt euch. Komm schon, Mann. Was ist mit Louis? Nun komm schon! Auch das noch. Wir können ihn doch nicht einfach so hier liegen lassen. Bist du irre, Mann? Wir müssen abhauen. Was ist mit dir, Louis? Oh. Seid lieb wohl zu danken. Hey. Komm schon, Fred. Okay, alle bleiben auf ihren Plätzen. Jetzt geht's ums Ganze, alles klar? Was soll denn dieser Blödsinn? Wir müssen raus hier. Nein, Sir. Retten Sie sich. Lassen Sie mich hier sterben. Sie haben meiner Seele den ewigen Frieden gegeben. Ich habe meine wohlverdiente Ruhe. Wohlverdiente Ruhe? Was ist denn so toll an wohlverdienter Ruhe? Willst du dann kein Filmstar werden? Kamera 1, ab! Nein. Absolute Klasse, oder? Ja! Große Klasse! Das war's, Freunde, alles im Kasten. Das kriegen wir niemals besser. Drehschluss und den Bilder weg, Mark. Hopp, hopp, hopp! Ja, beeil dich, wir brauchen Licht. Ja, ja.
Das kannst du mir doch nicht antun. Warren! Sorry. Mein Fuß. Was hast du gesagt? Ich glaube, mein linker Fuß ist eingeschlafen. Ach, du verdammter Mistkerl! Hey Fred, was ist im Tresor? Schau doch selber nach. Was? Werfen Sie einen Blick auf Ihre Erbschaft, Mr. McCloud. Wirklich prima. Da ist eine Menge Papier drin. Sehr viel altes Papier. Ach, fass mich nicht an. Schau dir das an. Ich glaub's einfach nicht. Ach, ich bin so froh, dass wir heute hergekommen sind. Ich bin begeistert. Das ist Ur. Oh Gott. No. Das ist alles wertloser Müll. Das ist toll. Das ist wirklich toll. Halt ja die Klappe, sonst passiert was. Spinnst du jetzt? Was ist denn los mit dir? Gib mir noch mal so ein Fetzen. Rockwell Standard Corporation. $50,000. Hast du das gesehen? Ja, du hast gerade $50,000 verbrannt. Ich glaube, hier ist noch eine Menge mehr von dem Zeug. Fort Knox ist ein Krämerladen dagegen. Sollen wir noch mal einen Blick riskieren? Hey, das ist mir die 50.000 Mäuse wert. Nein, was wollen Sie von mir? Kein Kommentar, ich habe kein Wort zu sagen. Verschwinden Sie, lassen Sie mich zufrieden. Kümmert euch um euren eigenen Quatsch. Haut ab, haut die Träne, lassen Sie mich. Haut endlich ab, lassen Sie mich zufrieden. Mein Name ist Werner Schneider. Und eins kann ich dir mit Sicherheit sagen. Ich werde nie wieder für dieses Arschloch arbeiten. Okay, Dave. War echt in Ordnung, dass Sie sich so schnell darum gekümmert haben. Danke. Machen wir. Ja, fein, machen Sie es gut. Wer war das? Ich glaube das einfach nicht. Ich meine, ich werde wirklich in Stan Gordons Büro sitzen. Aber vorher lass uns irgendwo hinfahren, Warren. Und wo soll die Reise hingehen? Hey, man denkt nicht mehr darüber nach. Er kommt nicht mehr zurück. Ich weiß. Es ist nur... Vergiss es. Hör mal, wenn es nur ein Film ist, kein Problem. Ich meine, wir haben alles Geld der Welt, um Filme zu drehen. Du musst nur ein Wort sagen. Ich hatte so eine tolle Idee. Ich wollte, dass Louis in meinem nächsten Film spielt. Weißt du, er ist der Kommandant des Sternkreuzers Hydra. Verstehst du? Und durch ein Missverständnis mit dem Bordcomputer verfranst er sich natürlich im Hyperraum. Also muss er zuerst mal eine Notlandung machen, ist ja logisch. Und wo landet er? Er landet auf dem Amazonenplanet Oxygen. Völlig klar, dass er sich da in die Königin der Amazonen verknallt. Die Kleine heißt Lilly. Es stört ihn zwar ein bisschen, dass sie einen Wasserkopf hat und ziemlich komische Krakenarme, aber ich meine, Liebe ist Liebe und ein starker Film ist ein starker Film. She lit a cigarette.